Und zurück sind wir mit dieser Fashion-Musik hier. Finde ich immer noch gut. Muss ich eben mal gesagt haben. So, aber wo waren wir genau stehen geblieben? Ja, genau. Wir wollten einmal zu Bert hier oben. Zum Schmied. Dann schauen wir mal eben bei ihm vorbei. Ich hoffe, er heißt noch Berti. Er heißt Schmied. Hm, zeig mir doch mal dein Schwert. Ah, hast du schon mal so viel Rost gesehen? Das zerspringt dir irgendwann, wenn man da nichts macht. Watts. Er heißt Watts. Der Schmied hier für 100 Goldmünzen. Bessere ich dir das eben aus. Joa, ist klar und los. Na, fein. Dann warte kurz. Ich hab das gleich. Voll gut. Ich muss sagen, die Lava sieht super aus. Die gefällt mir wohl. Die Animation und so. Da, das war's. So ein feines Schwert habe ich in all meinen Jahren noch nicht gesehen. Auf jeden Fall eine Schande, es so verrosten zu lassen. Allein beim Anblick stoppt mir der Atem. Wer weiß, vielleicht bin ich eines Tages auch in der Lage, eine solche formidable Klinge zu schmieden. Was zum? Was ist denn jetzt auf einmal los? Mein Hammer leuchtet ja. Warte, ist das etwa das Mana-Schwert aus der Legende? Da bin ich baff. Die Kraft des Mana-Schwerts muss ich auf meinen Hammer übertragen haben. Das muss ich gleich mal ausprobieren, indem ich eine Axt für dich schmiede. Komm einfach nachher wieder. Ja, würde mir auch nichts Besseres einfallen, wenn mein Hammer leuchtet, einfach mal eine Axt schmieden. Kann man machen. So, da waren wir. Wir haben in letzter Zeit ständig kleine Erdbeben. Da, schon wieder eins. Das kann einem schon alles Angst machen, was? So, ja, gehen wir mal hier oben hin. Händler. Rüstungshändler. Kaufen. Puh, hier gibt es ja eine Menge Zeug. Aber alles relativ teuer. Ich glaube, das unter Nagelanzug. Kettenfeste. Ja, ich finde es immer noch doof, dass da irgendwie. Was ist das denn? Wimblermütze. Okay. Dass man nicht wirklich sehen kann, wie einem das verbessert. Ich frage mich gerade, ob das in dem Ursprungsspiel auch so war. Na gut. Sei es denn. Alles klar. So, hier haben wir zwei Wege. Rechts geht's in die hinteren Bereiche des Kuriositätenladen. Und hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Schausteller. Tret ruhig näher. Du ist recht. Willkommen bei unserem weltberühmten Kuriositätenschau. Hier im Zwergendorf. Der Eintritt kostet schlappe 50 Goldmünzen. Ja, mach mal. Ich habe ja eh keine Wahl. Dann heißt es hiermit Bühne frei. Unsere erste Kuriosität ist der unvergleichliche Mümmelmann. Er ist Mann und Mümmler zugleich. Der Mümmelmann. Was? Wie? Ein perfider Schwindel? Dir macht wohl keiner so schnell was vor. Also gut, dann präsentiere ich dir hiermit ein echtes, authentisches Elfenkind. Kurioser wird es nicht mehr. Oh weh. Die schnöde, öde Leben, das ich führe. Bitte, lieber Reisender, kannst du mir nicht helfen? Komm näher, geschätzte Gäste, und lauscht seiner Geschichte. Ihr werdet weinen, ihr werdet schluchzen, vielleicht sogar ein paar Tränen vergießen. Dieses arme Kind hat 50.000 Goldmünzen Schulden, die es abzahlen muss, bevor es seine Freiheit wieder hat. Als ob, ey. Es arbeitet hier, um diesen Schuldenberg Stück für Stück abzutragen. Wenn ihr auch nur einen Funken Güte in eurem Herzen tragt, dann helft. Selbst ein kleiner Betrag von, sagen wir, 100 Goldmünzen wäre schon eine große Hilfe. Okay. Hehe, das nehme ich doch gerne. Danke. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Husch, husch, weg mit dir. Ist ja gut.
Ihr seid nicht alles Betrüger. Ihr Schweine. So, jetzt gehen wir nämlich mal da hinten rein. Und dann... Und? Wir haben dir meine Schauspielkünste gefallen. Der Kerl war den Tränen nah. Das habe ich gesehen. Vergiss nicht, aber auch... Vergiss aber auch nicht meine Erzählkünste. Damit hatte ich ihn ja gleich am Haken. Der Kuh bringt uns jedenfalls ordentlich Kohle. Aha, noobs. Huch, wir wurden belauscht. Ja, es tut uns furchtbar leid. Das Kind ist eine junge, kleine Elfe. Das war nicht gelogen. Es hat im Dorf der Elfen gelebt, bis es bei der Überschwemmung von den Fluten mitgerissen und in unsere Höhle gespült wurde. Ich habe ihm nur helfen wollen, das Geld für die Heimreise aufzubringen. Und überhaupt war das alles die Idee von dem Elfenkind. Hihi, ziemlich gute Masche, oder? Hey, entschuldige dich gefälligst auch. Entschuldigung, zufrieden? Ich schäme mich wirklich, bei diesem Schwindel mitgemacht zu haben. Das Geld geben wir dir natürlich zurück. Danke. Es tut mir aufrichtig leid. War nicht böse gemeint. Ja. So, die Geschichte haben wir vorangetrieben. Mit diesem kleinen Ereignis. Und jetzt... zum Schmied zurück. What? Was ist da los? Ach, kommt jetzt schon Tropicalo? Okay, ich dachte, das wäre ein bisschen anders. Aber okay, das war's im Busch. Hallo. Kuchin. Es ist auch immer noch ein Früchtebaum. Oh, Trottel. Das dreckiges Gezücht. Aha. Kaputt gemacht. Ich habe deine Tentakel. Ach, Idiot. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben das Ding hat. Komm. Auch kaputt. Die Musik ist einfach so gut. Ist allerdings auch leicht verändert worden. Ja, wie gespannt ist der Kampf jetzt auch nicht, ne? Ah, da ist er hinüber. Noob. Sehr schön. Ich weiß trotzdem nicht, wie das Viech heißt. Tropicalo. So. Bravo. Kaching. Leben voll. Speerorb erhalten. Ich habe noch gar keinen Speer. Ist ja auch geschmeidig. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hätte das auch gut alleine in den Griff gekriegt. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Uiat! Tut mir leid. Seinem Kind steckt der Schock noch tief in den Knochen. Es wurde vom Wasser davon gespült. Es weiß weder seinen Namen, noch wie es wieder nach Hause kommt. Es kann manchmal ein wenig aufmüpfig und faullaut sein, aber im Grunde ist es ein braves Kind. Ach, das renkt sich mit der Zeit schon wieder alles ein. Alles schon wieder ein. Ich gehe das gelassen an. Tropicalo war ja eigentlich im Tempel weggesperrt, aber er hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Das heißt, es muss auch einen Weg hineingeben. Wenn du dir die Kraft des Mana-Samens zunutze machst, erlangst du womöglich sogar dein Gedächtnis wieder, mein Kleines. Was? Warum sagst du mir das denn nicht früher? Ich mache mich sofort auf den Weg. Alleine kannst du da nicht hin. Der Tempel liegt seit langer Zeit verschüttet. Wer weiß, was sich da mittlerweile für Monster eingenistet haben.
Du hast es doch geschafft, Tropicana zu besiegen. Wärst du so gütig und begleitest unsere kleine Elfe zu dem Tempel? Klar. Du hast es doch geschafft, Tropicana zu besiegen. Ja, hast du gerade schon mal gesagt, sicher doch. Da kannst du aber von Glück reden, was Kleines, dann hör gut zu, auf was man dir sagt. Und sei bloß nicht zu frech. Achso, muss ich ansprechen, okay. Dann du kannst aber von Glück reden, ja, hast du gerade schon mal gesagt, so. Ich wollte sie auch ansprechen hier. Okidoki, aber wie, du bist mir ein Klotz am Bein, okay? Kumpel? Kumpel? Ich habe auch einen Namen. Ich heiße Vizera. Wie wäre es, wenn ich auch einen Namen bekomme? Das macht die Sache deutlich leichter. Wie willst du das Elfenkind nennen? Boy, boy. Oh, boy. Lassen wir auch so. Oh, boy, sicher. Warum nicht? Ich schätze, das passt. Freut mich. Oh. Ja, angeschlossen. Boop, boop. Good luck. Good luck! Ich wünsche euch viel Glück. Zum Tempel könnt ihr ganz einfach durch das Loch da drüben gehen. Okay. Aber seid vorsichtig, die Hexe aus dem Norden, Eline, hat den Tempel mit einem magischen Lavasiegel ausgestattet. Ihr müsst zuerst den Schloss zu ihrem Schloss und sie darum bitten, das Siegel zu entfernen. Sie war nicht immer böse, müsst ihr wissen. Eline war einst eine gute Hexe. Geht in den Geisterwald, findet ihr Schloss und bittet sie, das Siegel für euch zu öffnen. Hier, dieser Bogen und die Pfeile wurden damals zusammen mit dem Elfenkind hier angespült. Nehmt sie mit. Kapuzenrattenbogen erhalten, miep miep. Sehr gut. Da fällt mir ein, Watts, der Schmied, such dich. Du solltest mal bei ihm vorbeischauen. Okay. So, erstmal... Nicht anlegbar. Nicht anlegbar, nicht anlegbar, nicht anlegbar. Das Ding könnte sie anlegen, aber bringt nichts. Amen. Auch nicht anlegbar. Okay, das ist ja super toll. Gut, auf zum Schmied. Hi. So, die Axt ist fertig, aber irgendwie lässt sie zu wünschen übrig. Wenn ich nur wüsste, warum. Hm, was ist denn mit diesem Boomerang passiert? Warte mal, ist er etwa... Hier, nimm die Axt mal in die Hand. Haha, ich kann diese Waffe also umschmieden. Aber ihre wahre Kraft kommt erst in deiner Hand zum Vorschein. Diese Axt ist sehr speziell, kompakt und dennoch stark genug, um Felsen zu zerschmettern. Für 100 Goldmünzen gehört sie dir. Ja, was sagst du? Okay. Wenn du da draußen auf weitere Waffen stößt, bring sie zu mir. Ich verpasse ihnen dann fix meine Sonderbehandlung. Okay. Okay, okay. Was kommt nun? Ach ja, der zerhäckselt da diese Dinger. Babam! Und übrigens, über diese hübsche Abkürzung bist du jederzeit ganz schnell bei mir. Danke. What geht ab? Ich habe schon auf dich gewartet. Welche Waffe darf ich also für dich verstärken? Kann ich verstärkt werden? Kann ich verstärkt werden? Ah, Bronzelanze. Okay. Du brauchst mehr Orbs. Habe ich nicht vorhin Speer-Orb bekommen? Da stand auf jeden Fall Speer-Orb. Und nicht Lanzen-Orb. Okay, dann habe ich aber ja jetzt neue Waffen. Hey, warum ging das nicht? Ach, weil das nicht mein Menü war. Na, dann kriegst du jetzt erstmal das Schwert. Soll mir auch recht sein. So, dann laufen wir mal hier raus. Hier ist der Boomerkrater. Miau. Wir begegnen uns aber auch an den seltsamsten Orten. Was? Mautst du irgendwas? Ich mache dir gute Preise und speichern kannst du bei mir auch. Speichern ist in Ordnung. Ja. Okidoki.
Ja, was machen wir nun? Gegner-Typ. Hack! Lass mal die Axt leveln. Und die Kleine ist richtig aggro. Hack! Außerdem brauche ich mal also ein, zwei Level ab, brauche ich mal. Oh, Mist. Na gut. Ist trotzdem tot. Das passt dann. Zack. Ja, ich würde sagen, ich laufe jetzt doch mal zu Pandaria zurück. Pandora zurück. Pandora heißt es. Warum bleibst du da jetzt hängen, Mädel? Wir holen uns noch unsere dritte Begleiterin. Ah, na gut. War auch schon hinüber. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ob ich ohne dieses Mädchen sozusagen nach zur Hexe gehen könnte. Das weiß ich gar nicht. Es wäre ein Stück weit witzig, wenn es gehen würde, aber da ich weiß, dass es noch einen dritten Charakter gibt, werde ich mir den auf jeden Fall eben holen, sozusagen. Hack. Sonnentau wurde kritisch getroffen. Oh, jetzt. Oh, na egal. Tod ist tot. Letzten Endes geht es ja auch erstmal um die EP. Plop. Stufe 3 hat sie erreicht. Sehr schön. Müsste tot sein. Noch nicht? Boah, doch. Die ploppen ein bisschen spät. Kaputt. Waffenstufe von Paul Boy. Oh, das ging auch schnell. Die ist ja auch voll Akku. Ich meine, ich könnte ich auch umstellen. So ist ja nicht. Erstmal eine 50 reingehauen. Hack. Tot, tot. Hack. So, du bist auch tot. Voll. Der hat mich aber getroffen. Waffenstufe von mir. Alles klar, perfekt. Ja. Das Schwert muss ich ja auch noch weiter auf Stufe 2 bringen. Das Schwert ist das Wichtigste, eigentlich. Weil ohne Schwert kommt man am Ende auch nicht weiter. Und das sollte dann auf jeden Fall für mich schon Max-Level haben. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Nennen sollen. Hier scheinbar ist er tot. Oh, Mist. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Upsi. Ja. Ein wenig Unachtsamkeit und schon stirbt mir jemand hier weg. Sad story.
aber wenn ich mich nicht irre, müsste da unten auch gleich Pandora sein. Hoffe ich. Hopp. Jopp. Jopp, 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 jopp. Mhm. Zack. Zack. So, perfekt. Ja, hier müsste Pandora sein. Dann gehen wir da mal direkt ins Gasthaus und beleben unsere Kleine mal wieder. Da haben wir es auch schon. Du brauchst ein Quartier? Ja. Momentchen. Klar, 10 Gil wollte ich schon wieder sagen. Goldmünzen. Na gut. Bling, wieder voll. Ja, ich möchte Spielstand speichern und ja, an dieser Stelle sage ich mal auf Wiedersehen. Die nächste Folge kommt. Ich bedanke mich und tschüss Leute.